Wunderschönen guten Tag, meine lieben Airsoft-Freunde. Wisst ihr, bei den Bolt-Action-Snipern, da hört man immer, dass wir viel zu lange brauchen zum Nachladen. Gucken wir doch einfach mal nach. Wie schnell kann ich 10 Schuss hintereinander abfeuern? Und danach sage ich euch noch, wie man leichter nachlädt. Denn viele Leute, die das Teil zum ersten Mal in der Hand haben, wollen nachladen, fangen an, das zurückzuziehen. Sobald die Feder dagegen drückt, schaffen sie es nicht komplett zurückzuziehen. Durch die Überraschung geht das Ding dann wieder nach vorne und dann erst fangen die an, richtig nach hinten zu ziehen. Das heißt, beim ersten Mal hast du eine Kugel geladen, beim zweiten Mal hast du dann noch eine Kugel geladen. Dann ist der erste Schuss ein Doppelschuss. Gut, wir testen jetzt mal, wie schnell das geht, aber wir müssen irgendwas haben, um die Kugeln aufzufangen. Ja, weißt du, warte, ich nehme auch die Handschuhe hier, das geht einfacher. Astreine Kugelstopper, diese Dinger. Boah, du, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Natürlich funktioniert das! Man kann das gar nicht sehen, ne? Ich hab keine Wäsche, ja. Haha! Glorious. Okay. Normalerweise sieht man Folgendes. Wenn die Leute, die so ein Teil normalerweise nicht in der Hand haben, damit schießen. Ah ja, ja, das funktioniert. Cool. Okay, und da gibt's zwei Probleme. Erstens, die packen den Handle hier an, ja? Den Hebel hier an der Seite und das war's auch. Quasi so. Und die ziehen zur Seite weg, anstatt gerade nach hinten gegen die Schulter, wo das Ding eh anliegt. In Ordnung. Probieren wir mal oder gucken wir mal, wie schnell ich denn persönlich schießen kann mit der Sniper. Nochmal, 5 Schuss so schnell wie ich kann. Gegner. Waren das 5? Ich glaube schon. Das war Absicht. Ihr seht also, es geht schon. Es geht relativ schnell und ich bin bei weitem nicht die Person, die das am schnellsten kann. Ja, erstmal packst du das Ding nicht nur hier an, so. Sondern du packst mit der ganzen Hand da drauf und mit dem Daumen auf, sogar auf der anderen Seite lang. Hier ist es das schon abgenutzt. Kein Witz, das ist schon abgenutzt, das Teil, weil ich immer so greife. Dann, ich berühre das Teil hier fast gar nicht mehr. Also mit meinen Fingern nicht, das berühre ich nur noch mit dem Handballen. Weil ich komplett hier drauf greife. So. Und dann ist es so, ich lasse hier vorne ein bisschen ab. Warum? Ich demonstriere euch das mal, damit man das sehen kann auf der Kamera, nehme ich die Hand mal komplett weg. Ich nehme die Hand jetzt nicht komplett weg im Spiel, ich nehme nur Druck weg, so dass mir der Bolt schon entgegenkommt. So, jetzt übertrieben gezeigt und in Wirklichkeit lasse ich einfach nur ein bisschen ab. Zusätzlich ziehe ich, sobald ich das hier habe, nicht irgendwie schräg weg von mir, sondern ich habe das Ding an der Schulter und ziehe auch gerade nach hinten, so dass ich bin gar nicht so ein Bodybuilder. Wie heißt der Muskel hier vorne? Bizeps oder Trizeps? Eins davon, sorry, ohne Scheiß, ich war in meinem Leben noch nie in einem Fitnessstudio, sieht man auch. Ja, okay, ich hab mir letztens sagen lassen, ich darf mich nicht beschweren, aber ich hatte mal ein Sixpack. Schön gegen die Schulter und dann hat es auch null anstrengend und geht schön schnell. Mario Lopez und Jan D., die beiden unterstützen mich auf Patreon. Die helfen mir ein bisschen, denn ich mache im Moment, ich will nicht rumheulen, im Endeffekt sind die geil drauf. Genauso wie der da.
und alle anderen, die mir dir helfen. Bin ich echt korrekt von euch? Dankeschön. Gut, einen wunderschönen Tag noch, Muffin.